Pipi. Und betäubt. So, kommt her. Und zack. Nanu. So. Oh, die Karte da, die hüpft weg. Ich krieg sie nicht mehr. Ich krieg die nicht mehr. Ja, die ist weg. Aua, Mann. Weg mit dir. Puff. Oh. Okay, gut. Ein weiter runter und dann bin ich fast da. Das sieht so... Verdammt. Ich habe die Kiste geschlagen, nicht den Herzlosen. Nee, nee, weg. Nein, 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 nein. Oh Mann. Jetzt. Oh. Ado-Wampen mag ich so gar nicht. So, komm. Jawohl, so, jetzt ist er weg. Autsch. Und ist nicht wahr, ne? Der Schattenlurch hat sich wieder richtig frech in den Boden versenkt, um der Brüllattacke von Simba auszugehen. Zu entkommen, ey. Was ein Ass. So. Ich hätte mal mehr den Herzlosen angreifen sollen als die Barrikade, aber naja, gut. Ist jetzt auch egal. Kommst weg. Und das war jetzt wieder ein easy Kampf. Aber hier ist, glaube ich, jetzt. Na gut, ein Nano. Ein Kampf ist hier doch noch. Ich glaube, der wird wieder sehr einfach sein. Es sei denn, es kommen wieder welche in der zweiten Welle. Das kann ich jetzt nicht. Ist nicht wahr, ne? In diese Schattenleuche. Okay, es kommt wirklich wieder. Es kommt nochmal eine zweite Welle. Das ist gut. So. Schreckgespenst, komm weg. Du musst ja wieder ausweichen, ne? Ist klar. So, weg. So, geht's hier eigentlich jetzt weiter? Bin ich hier... Wo bin ich jetzt? Warte mal. Oh, das ist... Hier bin ich gerade, ne? So, hier vor der Tür stehe ich jetzt hier gerade richtig. Ja. Das ist jetzt doch ein wenig verwirrender, als ich dachte. Ich dachte, hier geht's weiter. Aber nee. Da oben, ganz oben, da ist die andere Tür. Der, zu der muss ich gehen. Doch nicht so logisch aufgebaut, wie ich gedacht habe. Zu der dort muss ich. Die Leiter ist einfach mal ein Stück des Gerippes oder so, was aus Monstro rauswächst. Okay. Level 2. Drängende Dunkelheit. Komm, nehmen wir die mal. Gibt uns ein paar mehr Punkte. Warum schlage ich andauernd auf das... auf die Kiste anstatt auf den Herzlosen. Apropos, ich wollte doch eigentlich, ja, ich wollte schon Raumkarten wegschmeißen, ja. Ich schmeiß die einmal weg. Puffungis braucht kein Mensch. Nicht ehrlich.
kommt auch weg. Die Giftfungi auch. Komm, weg damit. Döse Dunkelheit nehmen lasse ich drinne. Hier die Karte, die werde ich auch wegschmeißen. Die brauche ich nicht unbedingt. Ein friedlicher Schatz, die könnte ich jetzt auch mal gerne mal einsetzen. Und eine Verschnaufpause. Ich werde mir hier auch wieder einen Ruheraum auch wieder erschaffen. Hui! Warte mal, du bist... Jawoll! Herr Abo-Wampe geht jetzt erstmal schlafen. So. So. Oh, die habe ich schon wieder nicht erwischt. Natürlich. Oh. Zu spät wieder hochgekommen. Hehe. Ups. Das wollte gerade nicht so, wie ich wollte, aber naja, gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Na komm schon. Hey. Simba erreicht auch nur die, die direkt vor seinem Maul stehen. Also die in seinem Rücken sind, die kann er nicht erreichen. Leider. Wenn er sie mit seiner Brüllattacke angreift. Die gehen dahinter immer verloren. Ach, jetzt haben wir ihn doch mal gestoppt. Sehr nice. Ach du meine Fresse, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Drei Ardo-Wampen? Ah, gut. Oh, oh. Au, Bauchbums. Okay. Puh. Drei Ardo-Wampen ist schon ganz schön fies. So, komm her. Ich erledige jetzt gerne immer zuerst die Ardo-Wampen. Weil die hier vor allem so nervig sind. Gut, die sind eigentlich allgemein immer nervig. Aber in den normalen Kämpfen sind sie halt nicht so in einem Raum, in einer Ecke gepresst, wo sie sich dann mit dem Rücken hinstellen. Sondern da kriegt man sie doch nochmal ein bisschen besser als hier jetzt. Noch eine Verschnaufspause. Gut. Och, jetzt gibt's nicht wirklich, oder? Hier gibt's schon wieder diese Fässer. Na ja, gut. Mehr Erfahrungspunkte für mich. Und eine Goofy-Karte für mich. Jawohl. Und die nimmst du auch gut mit. Sehr schön. Jetzt habe ich dich aber erwischt. Immer ein Stück zurück. Und dann erwischt man die Herzlosen eigentlich ganz gut. Also die, die jetzt hier diese Schattenleuche, wenn sie aus dem Boden herauskommen. Wenn man sie in einen Kampf verwickelt, dann geht es recht gut. So, komm schon. Ah. Ich stehe schon wieder kurz vor einem Level up. Okay. Komm schon. Jawoll. Was nehme ich denn jetzt wieder? Vitalität?
Ja, so ein Betäubungsschlag. Ich weiß nicht. Ich bin so... Aktuell gebe ich viel lieber an Lebenspunkten und an Kartenpunkten aus, als an ein Spezialmanöver, welches ich ja auch nur einsetzen kann, wenn ich eine Dreierkombi habe. Und da muss ich auch einen bestimmten Wert erst erfüllen. Nee. Da bleibe ich doch lieber bei Karten und bei Lebenspunkten. Vor allem da ich weiß, da es hier noch viel, viel härtere Gegner geben wird, als jetzt nur die, die wir bisher hatten. Ich meine, gut, Jaffa war jetzt ein richtiger Spaziergang. Aber da gibt es noch ganz, ganz andere Kaliber, zum Beispiel Malushia. Wenn ich mich an den Kampf erinnere, das war einer der Kämpfe, wo ich wirklich einen Rage Quit gemacht habe, weil ich auf dem DS nicht damit klargekommen bin und ich richtig, richtig Wut geschoben habe. Na toll, jetzt habe ich... Doch, er hat einen Turbopropeller mit erwischt. Okay. Bei Malushia ist so, ich glaube, sogar der Endgegner... Aber zu dem kommen wir noch bei Gelegenheit. Jetzt noch überhaupt gar nicht. Da sind wir noch meilenweit von entfernt. Wir müssen nämlich noch erst gegen Lark 10. Sai. Ne, Saix nicht. Wie hießen sie noch alle? Sexion, der kommt auch noch. Dann war da noch Vexen. Der ist auch noch im Schloss des Entfallens. Wen haben wir noch, der hier... Repliku, stimmt. Repliku müssen wir uns auch noch stellen. Oh Mann, das wird ja auch wieder lustig. Jetzt doch mal bitte stillhalten. Ey. So, Feierabend jetzt. Ja, also wir haben hier noch auf jeden Fall sehr, sehr viele Gegner. Ich glaube, nachdem wir jetzt hier... Oh, nachdem wir... Ja, wieder drei Alowampen. Ja, moin. Nachdem wir hier diese... Ui. Na toll, zu früh abgesprungen. Nachdem wir diese Raumkarten hier jetzt gemacht haben, dann kommt nämlich... geht's weiter? Ja, wir suchen ja nicht nur diese fünf Räume, sondern auch noch viel, viel mehr, glaube ich. Außerdem müssen wir ja auch noch Rico treffen. Der ist ja auch rein zufällig im Schloss des Entfallens. Den treffen wir auch noch. Okay, wo muss ich jetzt lang? Auch schon wieder Karten voll, meine Herren, ey. Ich kann da lang gehen. Ich kann aber auch da lang gehen. Moment. Ich stehe jetzt gerade... Ah, hier, okay. Ja, ich gehe dann erstmal hier in diesen Raum hinein. Karten Wert 3. Hier, Region der Stagnation. Ja, komm. Ein Raum, in dem die herzlosen Träge agieren. Wir sind ein bisschen langsamer unterwegs hier. Oh, den hätte ich jetzt nur noch mal schlagen sollen. Aber gut. Oh, was sind denn... Ach, guck mal, neue Herzlosen. Ach, schön. Was sind das hier für Zipfelträger hier mit langen Händchen? Die sehen aus wie zu kurz geratene Quallen. So. Aber niedlich. Irgendwie sind diese kleinen...